Sternstoff? Sternstoff? Oh Gott, jetzt muss ich was entfernen. Aber ich habe eh was, was ich entfernen wollte. Da, das hier. Wegwerfen, was soll ich denn damit? Den habe ich. Was? Ich brauche ein weibliches Hippopotas jetzt. Na super, ein blödes Kleinstein. Was macht es dort? Wow, 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 wow! Noch einer. Na super. Was für Raum und Zeit? Mit einem Schlag, komm schon. Boom. Na super, der da. Oh Gott, der ist auch noch stärker. Zuallererst muss ich was wegwerfen. Dann kann ich das hier nehmen. Thank you.
Ein männliches Hippopotes haben wir schon, aber ich brauche noch einen weiteren. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr fündig werde. Das Problem ist, hier ist was aufgetaucht, da kann ich jetzt nicht hin. Aber ich kann da runter. Und ich habe das Gefühl, dass man von hier dorthin kommt. Oder? Ups, das war falsch. Yep. Noch ein bisschen weiter runter und dann bin ich... Aber zuerst nehme ich mir das hier. Dann das hier, komm her. Da, ich sehe es. Oh mein Gott, sind das Libeldras? Wartet, Leute. Nein! Was? Bleib drin. Was? Zuallererst muss ich dich heilen. Obwohl, damit ist jetzt... Was? Nein! Jetzt. Hey! Was? Wer bist denn du? Von wo bin ich denn reingekommen? Evo hier. Der Herr sollte hier irgendwo da unten da sein. Obwohl ich sehe dort was. Hehe, ich hab's geschafft. Einmal. Okay, 35. Hey, das sind doch Hippopotas. Sei gegrüßt. Bist du nicht der Junge vom Forschungstrupp, der den König des Waldes besänftigt hat? Hütest du uns bei der Errichtung... Oh ja, das würde ich gern. Noch eine weitere Basis. Ikutaro, ein Lehrling vom Bautrupp, sucht derzeit Unterstützung von Leuten, die es sich zutrauen. Ja, das ist mein... Das ist ein Job für mich. Das wollte ich eigentlich sagen. Weiß nicht, warum ich jetzt so... Hier sieht es sehr merkwürdig aus. So, als müsste etwas hier sein, aber... Jo. Warum sind hier nur männliche Exemplare?
Ich glaube. Bist du männlich oder weiblich jetzt? Okay, das hätte ich mal, Leute. Wartet. Genau das. Okay, wir waren hier richtig. Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager richten wollte. Ein Skankapu allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehrere auf einmal? Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ja, ich? Wirklich? Du weißt aber schon, dass Skankapu ordentlich stinken, oder? Ich mach das schon. Wenn du darauf bestehst, deine Gegner sind drei Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sag ich dir. Okay, zuallererst Dampfwalze. Gegen wen aber? Hat Dampfwalze nicht früher eigentlich alle Pokémon getroffen? Okay, das ist sehr schlecht. Wo ist der dritte? Den habe ich überhaupt nicht bemerkt. Du bist ja wirklich stark und auch deine Pokémon sind so mutig. Du hast beim Kampf gegen die Skankapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick. Ja, das tun wir. Ich brauche dieses Lager jetzt. Puh, na, was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Die Skankapu haben glücklicherweise ihren Gestank mitgenommen. Also kannst du dieses geruchsneutrale Basislage jederzeit benutzen. Dankeschön. Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skankapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. Zuallererst muss ich vieles ablegen. Wie zum Beispiel das hier. Das hier. Okay, das hätte es nicht sein sollen. Das hier. Das kann bleiben. Das hier. Ich habe schon sehr viel gefunden, Leute. Okay. Das sollte es sein. Und dort sollte ich auch mal das gleiche machen jetzt. Ja, Leute. Dann sage ich bis bald. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald, Leute.